Hallo meine lieben Pokémon-Freunde und herzlich willkommen zu Pokémon Showdown Part Nummer 30 und zwar zu dem letzten Part in dieser Staffel. Und wir haben heute eine ganz besondere Folge und zwar eine Let's Fail-Folge. Was mit Let's Fail gemeint ist, werdet ihr wahrscheinlich schon erkannt haben. Ich werde heute mit einem NU-Team in einem Juba, also 1, 2, 3, 4 Juba-Kämpfe machen, je nachdem wie es halt läuft. Und ich bin auf jeden Fall froh, wenn wir mindestens einen Kampf gewinnen. Ich habe das Team gerade zweimal ausgetestet. Ich habe beide Kämpfe direkt verloren. Es war einmal aber richtig knapp. Aber an für sich ist das Team gar nicht so schlecht. Ich kann ja mal ganz kurz Team-Preview machen. Und zwar die Vorentwicklung vom Meistergriff. Mir fällt gerade der Name nicht ein. Auf jeden Fall die Vorentwicklung vom Meistergriff mit Evoliten. Zengo mit Giftbahn und Toxic Orb. Natürlich unser Somnivora darf natürlich nicht fehlen. Mit der Psyker-Bärre. Glaziola mit den Überresten. Dann haben wir. Was ich mal persönlich austesten wollte, man spielt es eigentlich nicht so, aber ich wollte es halt austesten. Arctos mit der Offensivweste, also richtig krasse spezielle Wall. Und Flatiamo mit dem Fokusgurt. Und dann würde ich sagen, suchen wir auch direkt nach 1, 2 Kämpfen. Okay, fängt schon mal sehr gut an. Natürlich, wie gesagt, Juba-Kämpfe. Und wir hier mit unserem NU-Team. Ja, NU-Team. Ich habe am Anfang überlegt, ob ich wenigstens noch Juju machen soll. Aber dann habe ich mir gedacht, komm, wenn dann richtig, machen wir einen NU-Kampf. Und ja. Ich denke mal, dass der Gegner mit Blitzer leaden wird. Aber wir haben nicht viel gegen Blitzer. Außer Somnivora, aber dann wüsste ich auch nicht, auf was ich auswechseln würde. Aber ich fange einfach mal mit Glaziola an. Okay, er startet mit Gengar. Gegen Gengar habe ich was mit Glaziola und zwar Spukball. Aber die spezielle Verteidigung von Glaziola ist nicht unbedingt so die beste. Also da ist die physische Verteidigung schon besser. Okay, sogar mega Gengar, Leute. Er setzt Schmarotzer ein. Das sind immer die geilsten Leute. Deswegen, Leute, gebt nicht auf, wenn ihr gegen Juba kämpft. Die meisten haben sowieso keine Ahnung. Also jetzt bei X und, also X und Y. Er setzt Konfuzstrahl ein mit mega Gengar, Leute. Was ist das? vielleicht können wir ja den ersten Kampf gewinnen. Wer weiß, wer weiß. Das sind halt die Leute, die können kein Pokémon. Ja, Finsteraura. Er weiß wahrscheinlich noch nicht mal, was Stab bedeutet. Und ja, keine Ahnung. Wir haben keine Mega-Entwicklung. Mega-Entwicklung gab es damals noch nicht. Und ich bin nach 5. Gen NU gegangen. Smogon-Regeln. Glaziola ist, glaube ich, so mittlerweile schon im AU. Wenn ich mich nicht täusche, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, er holt Hundemon rein. Was haben wir gegen Hundemon? Gegen Hundemon haben wir die Vorentwicklung von Meistergriff. Mir fällt der Name einfach nicht ein. Was war Overheat? War das nicht Hitzekoller? Leute, Leute. Okay, wir protzen uns erstmal hoch. Er setzt wieder Hitzekoller ein. Und jetzt gleich hauen wir ihn erstmal einen Ableit-Hieb rein. Ich hoffe, dass er jetzt keinen Crit startet. Das sind halt echt die coolsten, die meinen, hier was reißen zu können. Und jetzt kriegt er direkt den Ableit-Hieb in sein Face. Und wir können ihn direkt one-hitten und haben wieder 59% Leben. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Also ich habe mir schon gedacht, ich nenne die Folge Let's Fail. Weil mit einem NU-Team in einem Juba-Kampf, das kann schon. Ja, ich denke, ihr versteht, was ich meine. Okay, wir hauen ihm direkt einen Knock-Off rein. Ich bin mal gespannt. Okay, er setzt Frustration ein. Ist das sein Ernst? Okay, er hatte die Überreste drauf. Ja, Leute, das ist Juba live. Rock-to-Keep. Okay, damit kann er auch nicht viel reißen. Blitzer konnten wir auch besiegen. So Kämpfe wollte ich eigentlich vermeiden, aber ich finde es extrem witzig, vielleicht ihr ja auch. Ich hoffe einfach, dass euch das Format gefällt. Das soll euch so ein bisschen so eine Anregung darauf bringen, dass ihr gegen Juba nicht aufgeben sollt. Bleibt dran, macht weiter. Die können nicht viel gegen euch machen, weil die haben nicht unbedingt viel Ahnung von Pokémon. Jetzt kommt wieder Mondgewalt, sehr gut. Wir boosten uns erstmal mit Gedankenutos. Sollen wir noch einen weiteren Boost machen? Ja, wir boosten uns noch weiter, um uns dann gleich wieder hochzuheilen. Das Somnivora-Set gefällt mir so gut und ich habe es immer noch nicht auf meine X und Y. Er setzt Donner ein, geht erstmal direkt daneben. Die Animation richtig hier so an der Seite, so richtig daneben. Richtig cool. Er denkt sich wahrscheinlich, ah, Donner hat bestimmt eine höhere Stärke, das muss mehr ziehen, aber. Tut mir leid, mein Freund. Donner bekommt keinen Step. Damit bist du nicht besser dran als mit Mondgewalt. Tut mir leid. Der Typ muss auf jeden Fall, oder die, keine Ahnung, muss auf jeden Fall noch einiges lernen. Ja, jeder fängt mal klein an. Ich war damals auch nicht unbedingt besser.
Jetzt kommt Arceus Drache. Spielt man das nicht? Ich hau einfach mal eine Barriere raus, nicht, dass da jetzt ein physischer Angriff kommt. Ich denke mal, selbst wenn er setzt Draco Meteor ein, lol. Okay. Das war wenigstens ein Step-Angriff. Okay, dann tun wir uns mit Mondschein wieder hochheilen. Okay, setzt Schemenkraft ein, dürfte uns aber auch nicht so viel ziehen. Schemenkraft würde ihm was bringen, wenn er in der Geistform wäre. Wir können uns jetzt erstmal wieder mit Barriere hochheilen, sind gleich voll geboostet und dann können wir auf Fletiamo wechseln. Weil Fletiamo kann halt Kraftfahrt und er setzt Blizzard ein. Hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn wir jetzt noch einfrieren. Ich würde zwar gerne noch die Salka-Bäre aktivieren lassen, aber kann ich gerade nicht. Weil der Gegner mir einfach zu wenig Damage macht. Ist auf jeden Fall gerade ein richtig cooler Kampf. Also den ersten Kampf, denke ich mal, haben wir schon mal in der Tasche. Richtig cool, können wir schon mal den ersten Jubel-Kampf gewinnen mit unserem Menü-Team. Ich habe mir das Team mal so, ich habe so ein bisschen in Vor- und nachgeguckt, was denn so coole Menü-Pokémon sind. Und natürlich habe ich da auch so Somnivora und so. Also Somnivora habe ich da nicht gefunden, aber Somnivora muss einfach in dieses Menü-Team. Das gehört einfach rein. Das ist in meinem Jubel-Team gewesen. Also muss es auch in mein Menü-Team, wenn ich gegen Jubel kämpfe. Okay, wir switchen jetzt mit Battle Pass raus. Und er hat aufgegeben. Das heißt, wir haben Kampf Nummer 1 gewonnen. Richtig, richtig cool. Ich werde hängen noch einen zweiten, vielleicht auch einen dritten Kampf hinten dran mal sehen. Würde ich mal sagen, 1-0 und das ist ein Typ, der versteht, was Yuba heißt, hoffe ich auf jeden Fall, also man sieht es auf jeden Fall am Team schon mal. Okay, wie machen wir das? Was sind eigentlich für Claws aktiviert? Sleep Claws, Species Claws, Moody Claws, Wanted KO Claws, Endless Battle Claws und, okay, interessant, mit was leadet der Gegner? Ich kenne mich mit Yuba nicht so krass aus. Ich lead einfach mal wieder mit der Frontwickel von Meistergriff und der lead mit Xern erst, das ist nicht so gut. Dann wechseln wir direkt aus auf unser offensivfester Arctos. Ja, offensivfester Arctos. Wird mir in dem Kampf helfen, wie ihr jetzt seht. Zieht nicht sehr viel, unser Spezialangriff sinkt leider. Normalerweise wäre es cooler, wenn wir nicht die offensivfeste drauf hätten, weil... Okay, setzt Geo-Controller ein. Okay, der versteht auf jeden Fall was. Yuba bedeutet, wir ziehen ihm 8%. Das ist nicht sehr viel. Den Kampf, denke ich, haben wir jetzt schon verloren. Ich switch mal mit U-Turn raus. Er kann uns fast mit einem Mondgewalt killen. Auf wen wechseln wir? Auf wen wechseln wir? Wir wechseln einfach mal auf Fletiamo. Fletiamo ist auch Anu, hätte ich echt nicht gedacht. Setzen Callmind ein. Aber das Problem ist, dass er schneller ist als ihr. Deswegen können wir da auch nicht viel machen. Schade, dass es nicht irgendwie so eine coole, spezielle Prio-Attacke hat. Können wir noch irgendwas reißen? Ich glaube nicht, oder? wir setzen nochmal Quarmind ein. Bringt uns aber auch nicht sehr viel. Versuchen uns nochmal mit Mondschein hochzuhalten. Aber ich denke mal, dass er uns mit einem weiteren Mondgewalt gehen kann. Jawohl. Nee, genau das habe ich erwartet, deswegen bin ich echt positiv darüber überrascht, dass wir den ersten Kampf gewonnen haben. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, wenn ich hier mal so mit Anu-Pokémon ins Yuba gehe. Ich kann es auch mit Yu-Yu-Pokémon versuchen und so weiter und so fort. Ihr könnt mir Vorschläge in die Kommentare schreiben. Ich habe ja den Vorschlag damals bekommen, mit einem Yu-Yu-Team hier reinzugehen. Da habe ich mir gedacht, komm, für die letzte Folge... packe ich nochmal Anu-Pokémon rein und ja. Auf jeden Fall ein witziger Kampf. Das sind jetzt rein zur Unterhaltung, also ihr, keine Ahnung, ihr könnt ja mal sagen, wie es euch gefällt. Auf jeden Fall richtig cool, dass wir den ersten Kampf gewonnen haben. Ich werde noch einen dritten Kampf hinten dran hängen. Mal sehen, wie das wird. Und noch ein Typ, der wahrscheinlich was von Yuba versteht. Wir leaden einfach mal mit was leaden wir? Mit unserem Somnivora. Er leadet mit Darkrai. Perfekt. Jetzt hätte ich gerne Razaf. Razaf hätte ich nehmen sollen. Ich weiß nicht, ist Razaf im Endgame? Ich weiß es gar nicht. Da holen wir unsere spezielle Wall rein. Er wird uns wahrscheinlich einschläfern. Jawohl. Darkrai ist ein Pokémon, das will man einfach nicht als Gegner haben. Unter keinen Umständen. Er boostet sich jetzt mit Regeschmied hoch, ganz klar. Wir versuchen mit einer Kehrtwende rauszuswitchen und ihm noch ein bisschen Schaden reinzudrücken. Er setzt Finstau rein und wir pennen immer noch. Ja, das war's auf jeden Fall schon mal für Arctos. Arctos ist schon mal draußen. Dann holen wir unsere Vorhandwinkel von Meistergriff, mir fällt der Name immer noch nicht ein, versuchen Appetit, er wird uns direkt wieder einpennen.
Ja, man ist jetzt die Sleep Claws aktiviert. Das heißt, wir können jetzt wechseln. auf Glaciola. Ich hoffe, dass es was bringt. Er boostet sich mit Ränkeschmied hoch. Sind wir. Naja, so schnell sind wir auf keinen Fall. Ich versuche mit einem Eisstrahl ja Kanon zu one-hitten. Warum auch nicht? Ne, den Kampf werde ich auch aufgeben. Den haben wir auch jetzt schon verloren. Ich will einfach noch einen vierten Kampf jetzt dranhängen. Also, man sieht es ja, wenn man verliert. Also. Okay, gegen den werde ich nicht im Juba kämpfen. Der ist eindeutig im falschen Format gelandet. Okay, dann versuchen wir es noch mit einem anderen Juba-Battle. Wie gesagt, ihr könnt in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. Als Abschlussfolge natürlich, wie gesagt, Showdown wird auf jeden Fall wieder kommen. Das wird jetzt nur so einen halben Monat oder so Pause geben. In der Zeit werde ich ein paar Videos hochladen. Aufnehmen, nicht hochladen, nur aufnehmen und werde dann die Videos nach und nach immer hochladen. Okay, wieder so ein krasses Juba-Team. Mit wem leadet der Gegner? Man kann es echt nicht richtig voraussehen, weil, weiß nicht, keine Ahnung, ich lead einfach mal mit Flatiamo, er lead mit Groudon, okay. Sonne wird aktiviert, wir boosten uns erstmal mit Coilmind hoch. Ich hoffe, dass es was bringen wird. Er holt die Tarnstein raus, dann versuchen wir es mit noch einem Coilmind. Wir haben ja immer noch unseren Fokusgurt. Von daher ist das ganz okay. Und er setzt Drachenroute ein. Ach, Leute. Okay, unser Toxic Orb wird aktiviert. Dann hauen wir ihm eine Fassade rein. Ich denke mal, dass wir schneller sein müssten. Ja, können ihm sogar mehr wie die Hälfte ziehen. Aber er kann uns mit einem Erdbeben ausschalten. Was machen wir? Wir wechseln auf unser Somnivora. Barrieren erstmal, er wird uns wahrscheinlich eh gleich. Wir sind sogar schneller als Groudon. Er haut uns auch mit der Drachenroute aus. Okay, das ist echt schädlich für unser Team, weil ich bin mein Team gerade darauf, richtig krass hoch zu boosten und das Ganze dann weiterzugeben und so weiter und so fort. Halt auf die Variante. Ne, den Kampf haben wir auch verloren. Immerhin krass, dass wir einen Kampf gewonnen haben. Hätte ich echt nicht gedacht. Richtig cool. Wir drücken dem Gegner noch einen Eispunch rein. Bringt uns aber auch nicht sehr viel. War auf jeden Fall sehr cool. Die erste Staffel, sag ich mal, von Pokémon Journal hat mir richtig gut gefallen. Es waren richtig coole Kämpfe, richtig coole Sweeps teilweise, die wir sehen durften. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Richtig toll, also nochmal richtiges Danke für eure Unterstützung, für eure Kommentare, für euer, ich sag mal, Mitfiebern bei den Videos. Einfach danke. Ich kann für alles generell danke sagen. Wir haben mittlerweile 125 Abonnenten. Wenn dieses Video hochkommt, wahrscheinlich sogar noch mehr. Keine Ahnung, richtig cool. Und Giratina friert sogar ein. Wir können den Kampf noch gewinnen. wie gesagt, einfach richtig cool. Danke dafür. Ihr seid echt die Allerbesten. Und ja, ich freue mich echt jedes Mal, eure Kommentare zu lesen, mit euch zu diskutieren und so weiter. Er wird wahrscheinlich ein Protect raushauen. Ich bin mir sicher, ich setze mal einen Wunschtraum ein. Yep. Damit wir Flatiamo hochheilen können. Mit dem Wunschtraum. Weil Flatiamo wird jetzt fast sterben. Wird jetzt noch nicht geheilt, wird das nächste Runde geheilt, stimmt ja. Okay, dann versuchen wir es mit einem Ruheort. Wir sind erstmal schneller als er. Er brüllt uns raus, Leute. Jetzt bekommt aber. Er spielt sein Team richtig darauf aus, die Leute einfach jedes Mal wieder raus zu switchen. Und Logar konnten wir auch noch ausschalten. Also immerhin konnten wir noch ein bisschen was reißen. Jetzt nicht die Welt, aber ja, Arceus Fee. Sehr gut. keine Ahnung, wie gesagt, einfach danke für eure Unterstützung, für eure Kommentare. Ich bin echt... Okay, da hat mein Handy geklingelt. Ich bin echt mega froh für eure Unterstützung und einfach danke. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und... Ja, großartig viel habe ich nicht mehr zu erzählen. Können wir uns nächste Runde nochmal holen? Unsere Psyker-Bäre wurde aktiviert. Versuchen wir es mal. Okay. Nee, er hat uns eben zu viel gezogen. Wie gesagt, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Und ich hoffe auf eine grandiose zweite Staffel. wird auf jeden Fall richtig cool. Mir macht Pokémon Showdown richtig Spaß. Da kann ich auch Teams zeigen, die ich zum Beispiel auf meiner X und Y nicht gezüchtet habe und so weiter. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Ciao.